Geschichte zu achten. Hier allerdings haben sie sich ja nicht gegen Illidan verschworen, sondern haben Illidan eben ja zum Erzfeind Nummer 1 erklärt. Hierzu muss man sagen, Illidan sollte ursprünglich auch den Weg des Druiden erlernen von Cenarius, war aber immer so ein bisschen ungezügelt, ungebändigt, und das waren Dinge, die Cenarius nicht gut gefallen haben. Also hat er gesagt, es tut mir leid, Illidan, ich kann dich nicht weiter unterrichten, sondern nur deinen Bruder. Illidan, der mit seinem Bruder eigentlich schon immer so ein bisschen im Konflikt stand, so wer dann jetzt wie, wo, was besser kann, war natürlich semi angepisst. Kann ich mir gut vorstellen, also gerade wenn man immer so im Wettstreit miteinander ist. Ja, und dann wurde eben gesagt, okay, wie können wir das jetzt? Dann hat Illidan natürlich gedacht, okay, dann Cenarius, du kannst mich mal kreuzweise, dann gehe ich eben irgendwo hin, wo ich anerkannt werde. Und das hat er dann auch geschafft, denn am Hof von Rabenhof, doch genau so hieß der Typ, erlernte er das Magier-Dasein. Denn damals, habe ich ja euch schon erzählt, durften... wie heißen die netten Brüder, die Nachtelfen, nämlich noch Magie wirken, was sie heute ja nicht mehr dürfen. Und die exzentrische Art und diese ganze Wettstreitgeschichte von früher hat natürlich ihren Teil dazu beigetragen, dass Illidan sehr schnell sehr gut wurde in dem, was er gemacht hat. Und so wurde er auch von einem seiner Magier, von seinem Magierlehrer, der brennenden Legion vorgestellt, also zumindest den neuen Göttern, sage ich einfach mal. So sei es. Okay, der Kreis der Macht ist aktiviert. Ja, genau, jetzt müssen wir praktisch auf die andere Seite laufen. Ja, wurde einem praktisch der brennende Legion vorgestellt als möglicher theoretischer Hexenmeister. Illidan hat das Angebot auch erstmals angenommen, aber er hat gemerkt, dass die Dämonen scheinbar versuchen, ihn zu kontrollieren, aber das mochte er nicht. Also hat er sich Magie herausgesucht, beziehungsweise Magie entwickelt, selber entwickelt. Für Kalendor. Hat Magie selbst entwickelt, die dazu geführt hat, dass er die Dämonen beherrschen konnte. Und ist damit sogar einen Schritt weiter gegangen. Denn Illidan hat gelernt, nicht nur wie er Magie bändigen kann, sondern wie er Magie aus lebenden anderen Wesen entziehen kann. Also hat praktisch Illidan gelernt, wie er aus sterblichen Wesen die Magie herauszieht und diese Magie selbst sogar nutzen kann für sich dann. Das hat einmal zu einem richtig ekligen und miesen Höhepunkt geführt, denn Rabenhof wurde angegriffen, also dort, wo er praktisch gelernt hat. Und als sich die Legion dann gegen sie gestellt hat, haben die eben dort angegriffen und es gab für Illidan nur eine Möglichkeit, wie er die Dämonen zurückschlagen konnte. Er selbst hatte einfach nicht die Magieressourcen, war nicht stark genug. Also hat er seine kompletten Lehrlinge, die er dann irgendwann eben hatte, da er so gut war in dem, was er tat, ihr Schicksal besiegelt. Denn er hat einfach ihre Magie aus ihren Körpern herausgesaugt und hat mit der Hilfe der Magie es geschafft, die Dämonen-Invasion auf den Rabenhof abzuwenden. Aber eben sind die kompletten Nachtelfen dabei gestorben. Das wiederum hat dazu geführt, dass natürlich seine Anführer gesagt haben, ja, das war zwar gut, was du gemacht hast, weil sonst wären wir nämlich alle am Arsch gewesen, aber das kannst du doch so nicht machen. Immerhin haben die ja nicht gesagt, ja, du darfst es tun, sondern du hast es ja einfach gemacht. Er hat gesagt, ihr wisst gar nichts, ihr wisst nichts über Opfer. Genau, und ja, dann hat er gesagt, ihr könnt mich mal kreuzweise, ihr Idioten, im Namen ich gehe. Ja, ist dann gegangen und hat sich praktisch so ein bisschen selbst durchgeschlagen. Hat dann auch wieder mehr das Kämpfen mit Klingen als mit Fura-Magie gelernt. Und wurde, wie man später erfahren wird, deswegen ist es kein Spoiler, zum ersten Dämonenjäger, den es überhaupt gibt. Was ich hier irgendwie nicht so ganz verstehe, warum hier unten andere Elfen eingesperrt waren. Weil theoretisch soll diese Wächter ja eigentlich nur Illidan praktisch einsperren. Ja, und der gute Illidan wurde zum Dämonenjäger. Bei Dämonenjägern wiederum muss man natürlich sagen, es ist jetzt so ein weitläufiger Begriff.
Aber diese Leute sind wirklich Dämonenjäger, also das, was Illidan ist. Illidan hat sich durch ein magisches Ritual beide Augen genommen. Also er kann nicht mehr normal sehen, so wie wir. Er sieht eher so schattenhafte Schemen überall. Aber, das ist der Hintergrund, wenn Dämonen irgendwo auf der Welt sind, dann sind sie im Gegensatz zu der restlichen grau-schwarzen Masse lodernde, brennende Infernos. Er kann Dämonen über Kilometer hinweg schon spüren, sehen und riechen. Im Namen von Cenarius. Und ja, somit ist er praktisch fähig, bei Elun. Auch Dämonen in verwandelter Gestalt zu erkennen, was natürlich viele andere, Normalsterbliche nicht können. Eine Sache, die man auch sagen muss, weil wir hatten es ja gerade von der Fähigkeit Illidan, dass er einfach tötet sie alle. Warte. So sei es. So, und tötet sie. So, und das passiert praktisch mit diesen Sternen, die vom Himmel fallen, die auch unter der Erde sind. So, wir hatten es ja gerade davon, dass Illidan die Magie aus anderen Leben saugen kann und diese nutzen kann. Diese Technik hat der liebe Illidan Stormrage. Ein Waffenversteck der Wächter. Das dürfte uns eine große Hilfe sein. Aha. So sei es. Können wir es aktiv irgendwie plündern? Ach, magische Kleben haben wir bekommen. Aha. Auf Wachtposten. Okay, zusätzliche Einheiten treffen. Alles klar. Sehr schön. Er hat das Ganze ein bisschen auf die Spitze getrieben, denn der Illidan hat sich nämlich einen Zauber gesucht oder sagen wir einfach weiterentwickelt, dass er nicht das Mana aus Dämonen saugt, sondern die Dämonenseele aus dem Dämon saugt, diese in sich aufnimmt und ihn mit starker Macht erfüllt. Ja, und das kann man natürlich jetzt nehmen, wie man will. Er hat natürlich dadurch alles immer nur getan, um praktisch der dämonischen Invasion, die ja jetzt wieder da ist, einfach gut entgegenstehen zu können. Und in erster Linie bin ich der festen Überzeugung, dürfte man ihm dafür auch nicht allzu sauer sein. Denn er hat ja wirklich eigentlich nur das Beste für sein Volk gewollt und natürlich für die Welt. Er ist sowas wie ein verkannter Held. Und ja, was macht man mit verkannten Helden? Genau, man sperrt sie 10.000 Jahre unter der Erde ein und wenn, man Hilfe braucht, kommt man zurück. Ist so ein bisschen in die Richtung wie Sinister Squad. Den Film habe ich letztens geguckt, da habe ich mir gedacht, erinnert mich ein bisschen an den guten lieben Illidan Sturmbrunn. Aber ich denke mal, es wird alles noch so ein bisschen, es wird ein bisschen klarer, meine Freunde. Es ist sogar ein Wolf und dieser Wolf heißt sogar Loki. Macht schnell, Posten. So, dann seid ihr also die Nummer 2. Ja, oder wartet, machen wir es mal so. Ich gehe im Schatten. Auf euer Zeichen. Kein Wort mehr. So, ihr seid der Nummer 1, nur damit wir wirklich alles gleichzeitig haben. So. Wie die Göttin wünscht. Ja, und wie gesagt, der liebe Illidan Sturmgrim musste jetzt 10.000 Jahre hier unten in der Dunkelheit völlig alleine nur mit diesen völlig gestörten Damen verbringen. Wie die Göttin, wie Göttin. Aber man muss sagen, Illidan. Die Kreans treffen Anstalten, mir den Weg zu versperren. Nur ein mächtiger Druide kann solche Geschöpfe zähmen. Ja, das heißt, hier wird auch jemand anders seine Bombe fahren. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Illidan auf irgendeine Art und Weise, man könnte sagen, selbst dran schuld ist. Aber eigentlich nur, wenn man nicht versteht, was der gute Mann eigentlich getan hat. Und Illidan wurde über die Jahre auch zu etwas anderem, denn das Verzehren von Dämonenseelen ist jetzt nicht so easy peasy lemon squeezy, das mache ich mal, dann geht's mir wieder gut. Sondern das Verzehren von Dämonenseelen, gerade auf längere Dauer, neigt dazu, den Träger, also die Person, die sie absorbiert, zu verderben. Dämonenjäger befinden sich also in einem immerwährenden Kampf mit sich selbst und der Dämonenseele, die sie als erstes verschlungen haben. Denn es gibt viele Dämonen, also die können viele Dämonenseelen hintereinander verschlingen, ohne Probleme, aber die sie als erstes verschlungen haben, dürfte laut meinen Informationen die schlimmste sein. Also die, mit der sie praktisch am meisten zu kämpfen haben. Für Kalimdor. Wenn ich natürlich mich hier irre, und hier schiele ich jetzt einfach mal in die Richtung Zul'Jannar und Phönix. Das sind zwei Kollegen aus World of Warcraft von mir, die jetzt auch endlich mal hier auf dem Channel gefunden haben. Wie gesagt, also wenn ihr da irgendwie andere Informationen habt als ich,
Nur raus damit, schreibt es bitte in die Kommentare und klärt mich auf, wenn ich, ja, vielleicht ein bisschen falsch denke. Ich meine, falsch denken ist ja nicht schlimm. Also theoretisch könnten wir jetzt praktisch hier Bomben hinlegen und immer wenn die Typen durchrennen, warten, bis sie explodieren. Oder wir sind so, wie wir immer sind und rennen einfach mit der Masse drauf los und töten alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und vor allem, wenn wir natürlich den hier machen. Ja, guck, pass auf. Ich folge der Stimme von Elun. Auf Wachtposten. Wir trennen uns jetzt hier auch einfach mal, beziehungsweise teilen uns auf. Im Namen von Cenarius. Anudora. Im Namen von Cenarius. Scheint einfach, ja, nur eine Weggabelung gewesen zu sein. Unsere Krieger schauen den Feind an. Jo. Wie die Göttin wünscht. Ihr seid am Zug. Na, wo die damals leider erwischt. Wo ist sie denn hier? Jo, sie castet einfach weiter. Das ist so völlig no fucks gegeben. Einfach weitermachen. Egal was ist. Ja, und hier unten werden wir auch auf die auf eine andere Heldin treffen, beziehungsweise eine. Ja, doch, sie ist irgendwo schon eine Heldin. Die ich persönlich auch ganz anziehend fand, das ist die nette Dame Maiev Schattensang. Oh. Dieser Ort ist verboten. Er hat selbst eine Menschenstimme. Es gibt etwas unvorstellbar Böses hier, das unter der Erde angekettet bleiben muss. Illidan wurde einst als großer Held betrachtet. Ich glaube, er kann wieder einer werden. Wahnsinn! Ihr unterschreibt unser aller Todesurteil, wenn ihr den Verräter befreit. Ja. Also, falls ihr euch fragt, wie es denn jetzt dazu gekommen ist, dass ihr dann überhaupt, naja, sagen wir jetzt einfach mal, auf diese harte Weise bestraft wurde, das hatte einfach den Hintergrund, da damals, als die Legion die Hauptstadt der Nachtelfen zerstört hat, beziehungsweise den damaligen Brunnen der Ewigkeit, hat der liebe Illidan vorher eine Fiole davon genommen, vom Brunnen der Ewigkeit. Denn ohne diesen Brunnen der Ewigkeit wären die Nachtelfen bzw. Hochgeboren nicht mehr sterblich und können keine Magie mehr wirken. Und der Illidan hat sich eben, ja, bedient am Wässerchen und das gilt als Illidan? Verrat. Seid ihr das? Tyrande, es ist eure Stimme. Nach den Äonen in der Dunkelheit ist eure Stimme wie ein helles Licht, das auf mein Denken fällt. Die Legion ist zurückgekehrt, Illidan. Euer Volk ist wieder auf euch angewiesen. Weil ich euch einst liebte, Tyrande, werde ich die Dämonen jagen. Aber unserem Volk schulde ich gar nichts. Dann lasst uns rasch zurück zur Oberfläche gehen. Die Verderbnis der Dämonen breitet sich mit jeder vertanen Sekunde weiter aus. Ja, und so hat Tyrande also... Furion! Oh. Ups. Es ist eine Ewigkeit her, Bruder. Eine Ewigkeit in der Finsternis. Illidan! Du musstest die Strafe für deine Sünden verbüßen, mehr nicht. Und wer warst du, mich zu richten? Wie du weißt, haben wir Seite an Seite gegen die Dämonen gekämpft. Schluss jetzt, alle beide! Was geschehen ist, ist geschehen. Liebster, mit Illidans Hilfe werden wir die Dämonen wieder zurückschlagen und retten, was von unserem geliebten Land übrig ist. Habt ihr auch nur einen Gedanken an den Preis verschwendet, Tyrande? Die Hilfe dieses Verräters könnte unser aller Untergang sein. Damit will ich nichts zu tun haben. Um an dieser Stelle mal einzulenken, ja, ihr habt das nicht falsch verstanden, sondern beide Brüder, Furion und Illidan, waren in die gute Tyrande verliebt, aber sie hat sich für Furion entschieden. Und naja, das war's mit dieser Folge von Let's Play Warcraft 3 und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.